Frauen, wir sind so wenige. Und wir sind so eine kleine Gruppe, so eine Minderheit. Es ist ganz klar, dass wir nicht so viele sein könnten hier. Weil draußen unsere Betriebe müssen ja irgendwie weitergehen. Wenn irgendwie Hilfe kommt von irgendjemand, nehmt die Hilfe an, redet mit den Leuten. Hier bei uns auf der Demo geht es um landwirtschaftliche Themen, ganz klar. Aber zum Beispiel die Geschichte mit den Medien. Wir waren beim Axel Springer. Wir waren beim ZDF. Weil wir uns anders nicht mehr zu helfen wissen. Warum berichtet ihr nicht über uns? Was machen wir falsch? Sagt uns, was wir machen müssen, damit ihr über uns berichtet. Wir sind eine Minderheit in Deutschland und ich habe das Gefühl, dass jede Minderheit besser geschützt ist als wir. Warum? Wir sind die, die euch ernähren in Deutschland. Nicht nur die Polizei, nicht nur die Medien. Wir sind die, die das Ganze am Laufen halten. Und ich rede jetzt auch nicht nur von den Landwirten, ich rede jetzt vom gesamten Mittelstand. Ich rede jetzt auch von, egal was, Leute, die, die diese Gesellschaft tragen, die führen alle auf die Straße. So wie es jetzt im Moment ist, kann es nicht weitergehen. Wir können dieses Land nicht so... Die Ernährung ist das Wichtigste überhaupt. Und wenn wir die Ernährung komplett auslagern, das ist dann sinnbildlich für die gesamte Wirtschaft. Von Worten können wir nicht runterbeißen.